Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 Rise of the Republic. Und Neapolis hat mir hat mich ziemlich hintergangen und greift mich jetzt von hinten an, beziehungsweise mitten ins Herz von mir. Und da werde ich natürlich versuchen, irgendwas zu machen. Und zwar erstmal aufzubauen. Das wäre ganz gut. Jupiter gibt uns Kraft. Dillele. Irgendwie mag er das nicht. Naja, okay. Dann ist das meine Reserve. So. Ah, das ist ein Schwimmbad. Cool. Ich will auch so ein Schwimmbad. So ein Freibad, aber trotzdem noch hier überdacht und. Unser General wird angegriffen. Schade, dass ich keine Fernkämpfe habe. Fernkämpfe habe ich, aber dass ich keine Kavallerie habe. Das wäre jetzt sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. Fanny, der hat sehr viel Fernkampf. Warte, einer bleibt mal hier. Weil der wird wahrscheinlich danach zu mir kommen. Das sind Steinschleuder, ja. Okay. Und die machen nicht so viel Schaden. Außer im Rücken machen die auch sehr schön Schaden. Einfach mal wegtreiben. Genau, der kommt jetzt nämlich langsam her. Ich erwarte eure Befehle. Nahkampf, Infanterie bereit. Autsch, Autsch, Autsch. Ja, genau, der ist nur gebrochen hier. Yes, gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, taugt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Nahkampftruppen zu euren Diensten. Marsch!
So ist das richtig. So müsst ihr Nahkämpfer ausspielen. Weil dann, ich muss mich auf irgendjemand konzentrieren. Ah, krass, dass das der Computerspieler macht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Alter, das finde ich jetzt gerade sehr geil. Cool. Also kreisgebildet und GG. Nice. So, der ist auch weg. Und der wird jetzt auch weg sein. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, wow. Das ist doch so ein Idiot. So, und jetzt muss ich die ganzen Fernkämpfer aushalten. Ihr seid keine Prätorianer. Ihr wisst noch gar nicht mal, was das bedeutet. So, jetzt mal schauen, wie er reagiert. Könnte sein, dass der jetzt keine, also sieht so aus, als hätte er keine Steine mehr. So, versuchen schön ihn auszuspielen. Wieder zurück. Und wieder hin. So, jetzt habe ich ihn. Na, der ist rausgeflutscht. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. So, jetzt hat er aber. Puh. 320, nicht schlecht. Ja, die Fernkämpfer waren halt ein bisschen nervig, aber ja. Neapolis hat halt keine guten Einheiten. Also der hat halt noch die Anfangseinheiten. Und gegen die beiden, da hätte er länger Dauerfeuer machen müssen. Und dann,
den Rest wirklich mit, ja, was halt er dann übrig bleibt, hätte er dann mit seinen Einheiten vernichten können. Oh, super. Wo ist denn da sie? Warte. Ich versuche mal einfach hier die. Ja, das kann ich automatisch machen. Ja. So, jetzt kann er eigentlich. Jetzt ist er schon so matschi. Der kann nicht weiter. So, jetzt gehe ich wieder nach unten. So, wo ist hier nochmal der gegnerische Agent? Weiß ich nicht. Hier war doch irgendwo ein gegnerischer Agent. Ich gehe mal in die Mitte. In die Mitte, Brigitte. Und, ah, ich habe ihn. Da ist er. Gut. Attentat bitte. Wunderbar. Dann. Warte. Na, der hat einen verloren. Gut, dann bekommen nämlich beide Erfahrungen und das ist gut. So, dann machen wir zivil, dann gut. Du greifst dann den an. Attentat bitte. Dankeschön. So. Was haben wir denn gerade erforscht? Das weiß ich gar nicht mehr. Hier haben wir. Wow. Richtig gut was. Warte mal, der hat gar nichts gemacht, oder was? Tja, hast wohl keine. Keine Söldner mehr bekommen, hä? Ja, die versklaven wir. Die sind selber schuld. Gut, dann hole ich mir nochmal ein paar Schwertkämpfer. So, genau, was machen wir denn? Also, da können wir nochmal hier was pushen. Hier können wir das pushen. Oder. Wir pushen das hier. Was? Uiuiui. Das ist heftig. Machen wir. Was ist da oben? Nichts. Dann kommst du mal da rein und holst dir auf jeden Fall Bogenschützen. Ah, ich habe schon wieder kein Geld. Ich muss mal sparen. Dann kann ich auch mir den Frieden wieder leisten. Ah, stimmt. Du gehst mal hier hin. Die kosten 888. Ja, okay.
Gut, dann grüne Legion hat was bekommen und zwar hier. Die haben auch was bekommen. Eine Tradition, Geschossschaden ist immer gut. Rüstung. Kinder bekommen, brauchst du gerade wirklich nicht. Erforschungsrate. Da mache ich das da. Eine Provinz. Das ist doch schön. Dann mache ich hier Loyalität. Das gehört mir. Das gehört mir nicht. Dann mache ich keine. Dann mache ich hier Loyalität. Weil das gehört nämlich mir, ne? Ja. Gut. Dann jetzt aber weiter. Dann schauen wir mal. Also, sobald ich mir die Militärbündnisse da erkauft habe, glaube ich, hab ich gewonnen. Ich muss jetzt halt. Das ist eine gute Veteranenschwertkämpfer. Alter. Das ist eine krasse Armee. Das machen wir automatisch, weil keine Chance und die sind schon angeknackst durch die da. So. Aber die werden wir jetzt dann auch bald. Nehmt die Bedingungen an. Denkt an die Alternativen und ihr werdet erkennen, dass alles andere wenig Sinn hat. Ja, wow. Wirklich? Nee. Ich mache ich jetzt platt. Du warst schon mal in Klientel Königtum und hast verkackt. Du hast einfach nur verkackt. Ja, und jetzt ziehst du dich zurück, hä? Ja, zieh dich zurück. Zieh dich zurück. Gold ist ein Geschenk, das viele zu schätzen wissen, und wir sind sicher, ihr werdet es eben. Denkt gut über dieses an. Ja. Clean. Teelkönigtum ist immer ganz gut. Es sei denn, sie brechen es. Ah, schon wieder ein Kind geboren. Ne? Ich habe ja nur so wenige. Triumph. Schon wieder. Gut, dann warte. Du bekommst auch. Alter, echt? Das sieht so gut aus. Ich dachte, das wäre viel knapper. Echt? Sollen wir das dann spielen? Fanny, das sind alles Veteranen. Ja, wahrscheinlich mit Rüstungsstufe 3. Ja, und Rüstung und Waffenstufe 3. Ja, machen wir. Ja, komm. Machen wir automatisch. Besetzen. So. Und dann. Du bekommst aber keinen. Ah, 50-50. So. 13.000 habe ich. Ihr geht jetzt. Ups. Weiter runter. Und ihr, ja, geht allgemein weiter. Attentat. Willkommen in Scheitern, wow. Attentat. Die ist gut. Ah, aber nicht so gut. So.
Garnoptionen. Okay, zwei Garnoptionen sind es dann. Du gehst dann Richtung Westen und du Richtung Süden. So. Du wirst aktiviert, du wirst aktiviert. Du gehst auch noch drüben. Ah, stimmt. Hier geht er beide nach hier. Weil der gehört ja zu uns. Okay. Alles klar. Diplomatie. Du da. Wie findest du ein Militärbündnis? Wie findest du Anbieten? 7000. Niedrig. Dem Angebot fehlt das gewisse Extra. Sollte mir einfallen, was es sein könnte, werde ich euch schreiben. Okay. Dann brauchen wir ein bisschen mehr Kohle. Aber warum haben wir jetzt nur noch... Warum haben wir jetzt nur noch... plus 19 Essen. Das ist... bisschen arg wenig. Das ist ein bisschen arg wenig. So, töte ihn bitte. Der hat überlebt und ist Level up. Ach, jetzt kommen ja wieder die Agenten bla. Tochter wird erwachsen. Agent gefangen. Was? Familiengeschichte. Hä? Kann ich euch behilflich sein? Na ja, dann töte ich dich halt. Danke. Und du gehst weiter. Aber... ...70%. Das ist ein bisschen viel. Dann spielen wir das. Nächste Runde. Ich verstehe gerade nicht wirklich, was... warum der gefangen wurde, weil der war ja noch in der Armee drin. Ha. Naja, gut. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.